Kolleginnen und Kollegen. Am Wort von der FPÖ, ja, Werner Neubauer. Nunmehr mehr als 12 Jahren hat die Freiheitliche Partei auch dokumentiert durch verschiedenste Anträge hier im Hohen Haus diese E-Card versehen mit einem Foto gefordert. Ich bedanke mich bei der Frau Bundesministerin, dass sie das nun in die Gänge gebracht hat, dass wir heute zur Beschlussfassung kommen können, um das auch nach 12 Jahren umzusetzen. Dafür vorerst mein herzlicher Dank dafür. Nochmals vielleicht ganz kurz erläutert, warum wir damals wie heute tatsächlich diese E-Card mit Fotos eingefordert haben. Die Frau Bundesminister hat das jetzt schon in einigen Sätzen auch angesprochen. Ganz, ganz wichtig an erster Stelle war uns dabei immer der Gedanke, dass die Sicherheit für Ärzte und Patienten gewährleistet sein muss, dass die richtige Person, die sich mit einer E-Card ausweist, auch tatsächlich vor einem steht und vom Arzt auch entsprechend behandelt werden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ja wohl das Wichtigste im Gesundheitswesen und gleichzeitig natürlich verbunden eine Maßnahme zur Vorbeugung zum sozialen Versicherungsbetrug. Und wenn heute hier einige Redner herausgekommen sind und das alles versuchen klein zu reden, dann verstehe ich das nicht. Die SPÖ behauptet heute, es sei kein Mehrwert gewesen. Heute, 2017, war für den sozialdemokratischen Bundesminister der Mehrwert sehr wohl gegeben. Das verstehe ich dann heute nicht, warum das heute nicht mehr sein soll. Die Parameter dafür haben sich nämlich nicht verändert. Und damit verstehe ich aber auch, warum die Sozialdemokratie heute offenbar nicht mehr in einer Bundesregierung ist, weil ihr nämlich nicht paktfähig seid. Ihr habt 2017 hier mitgestimmt und heute sagt ihr, das interessiert euch nicht mehr. Offenbar habt ihr ein Schleudersyndrom, das ihr im Liegen noch umfällt. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Dafür gibt es aber keine E-Card und da hilft auch kein Foto. Um einigen die Zahlen, um die es tatsächlich geht, auch noch einmal näher zu bringen. Wir haben im Jahr, seitdem es diese E-Card gibt, von 2006 bis 2016 tatsächlich 530.000 gestohlene E-Cards. Also von wegen ein paar hundert, meine sehr geehrten Damen und Herren Vorrednerinnen und Vorrednern, keine Rede. 530.000 gestohlene und jetzt kommt's noch, 1.600.000 verlorene. Und nachdem die Sozialdemokratie und deren Minister es 10 Jahre verweigert haben, tatsächlich den Umstand des Missbrauchs zu erheben, haben wir diese Zahlen nie wirklich herausfinden können. Und das ist natürlich die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir jetzt rechnen, und das sind die Zahlen des Hauptverbandes, dass die Wiederbeschaffung einer E-Card rund 2 Euro beträgt, dann kommen wir alleine mit diesen Zahlen schon auf 4,3 Millionen Euro nur für den Missbrauch und Verlust. Das sind die realen Zahlen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und weil wir eben in Österreich keine reellen Zahlen über die tatsächliche Höhe des Missbrauchs hatten, hat die Frau Bundesminister sich in Bayern umgehört und dort hat die Ärztekammer eine Studie zum Missbrauch offengelegt und auch veröffentlicht. Und dort ist es so, Bayern ist ungefähr gleich groß wie Österreich, hat nur um 2,5 Millionen Einwohner mehr. Das heißt, ungefähr kann man sich daran orientieren, was das heißt, nämlich, dass es dort ungefähr zu 1 Milliarde Sozialmissbrauch gekommen ist. Zu 1 Milliarde Sozialmissbrauch. Jetzt, wenn man das herunterrechnet auf Österreich, dann kann man ungefähr davon ausgehen, was das bedeutet. Das sind 30 Millionen, die wir heute investieren. Wirklich ein geringer Satz, den wir hier gut für die Menschen dieses Landes anlegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb freut es mich noch einmal ganz besonders, dass wir heute diesen Schritt setzen. Ein Foto auf der E-Card. Das wird zur Sicherheit im Gesundheitswesen in Zukunft beitragen. Herzlichen Dank. Als nächstes am Wort. Werner Neubauer von der FPÖ wirft der SPÖ vor, sich im Jahr 2017 noch für das Foto auf der E-Card eingesetzt zu haben.